Zuerst müssen sich andere Parteien endlich dazu durchringen, fahrscheinfrei überhaupt zu wollen. Sie müssen gesetzliche Regelungen treffen, damit Kommunen fahrscheinfrei einführen können. Wir wollen in einzelnen Städten Modellversuche durchführen, um das System zu testen. Mit den Erkenntnissen aus diesen Pilotprojekten werden dann auch die letzten Kritiker überzeugt. Und fahrscheinfrei kann kommen.